Willkommen zu meiner Reaktion auf Nachschlag Folge 20, der Talkshow mit Dieter Dehm, Kevan Sofi Siavash und Paul Brandenburg. Heute geht es um Voltaire oder autoritär, den Extremismus der Mitte und ein mögliches AfD-Verbot. Ich habe mir die Show wie üblich nicht angesehen und bin gespannt, was unsere drei Diskutanten diesmal zu sagen haben. Kevan, du bist in London live on tape in diesem Augenblick für uns beim Abspieltag und beobachtest den Assange-Prozess und sagst Voltaire oder autoritär. Das ist richtig. Ich werde versuchen, langsam zu sprechen und hoffe, dass der Ton einigermaßen ist, weil hier ist im Moment sehr, sehr viel los. Ich kann nur sagen, heute ist der zweite Tag, an dem das Urteil gehört werden soll, ob das ausgeliefert werden soll, in den USA oder nicht. Insofern eine Farce, weil ja bekannt ist, bis auf das Gericht weiß es eigentlich jeder. Wir haben wirklich gedacht, wir wissen es nicht, dass die CIA ja versucht hat, Assange in der Wirtschaft Ecuador, also hier in London, umzubringen. Also deswegen überhaupt diesen Mann dort auszuliefern, ist verrückt. Interessant ist, dass der Talk hier hinter uns auf Justice, das ist ein sehr kleiner Gerichtshof, ist hier, das normalerweise werden sie aufbauen und solche Dinge werden da behandelt. Und eben, da geht es um die Pressefreiheit. Und deswegen ist das auch schon ein Signal, um diesen Mann zu dehnen, den Assange selbst nimmt, der nicht sein, weil er seinen Gesundheitszustand das nicht ziehen lässt. Und ja, die Frage generell, die man auch kriegt. Also wenn der Ton von Kevan nicht gehen sollte, dann schreibt das gerne in den Chat. Ich meine, das ist ja etwas schwierig. Ich habe ihn schon lauter gestellt, aber wie gesagt, sag mir live, dass ich ihn noch lauter stellen soll. Wenn ich derjenige, der den Kriegsverbrechen publiziert, warum der Ämter noch? Und nicht derjenige, der die Kriegsverbrechen begangen hat. Das sagt sehr, sehr viel über dieses Land eben auch und über den. Interessant ist auch, ich glaube, dass hier an beiden Tagen nach 1000 Leute waren und die meisten Menschen, die heute vor diesem Gerichtshof stehen und kommen, auch jetzt schon, kommen nicht aus England. Das sind Leute, die schon überall gekommen sind, also aus Australien, aus Italien, aus Deutschland, die sind ja schon viele Beginn-Lutenfahrer hier. Aber die Massenmedien auch in England, die sind nicht immer die Menschen, die sind bei der Wahl, die Alternative der Tore. Die Entscheidung, die ausgeliefert war, soll in den nächsten Stunden fallen. Das heißt, wenn das hier auch geben wird, wird es bekannt sein. Und von daher werdet ihr jetzt vielleicht sogar, wenn ihr jetzt online seid oder live, oder kommt, schneller geht vielleicht nicht. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt den einen oder anderen wirklich interessanten Menschen getroffen. Also Lautstärke ist okay, lese ich gerade im Chat. Der Ton an sich ist halt nicht so gut. Ja, weil nicht so mit nicht so gutem Ton, da kennt ihr euch auf diesem Kanal ja schon aus. Ich hoffe wenigstens, mein Ton ist heute besser als sonst. Naja, aber wer gerade noch nicht dabei war, Kevan hat gerade beschrieben, da wird gerade die Entscheidung gefällt, ob Julian Assange ausgeliefert wird. Die habe ich gekocht, ich habe Sonnenbauern gekocht und ja, den einen oder anderen Praktikanten vom ZDF oder von der Welt habe ich hier gesehen. Und die Stimmung ist hier auch gut. Es gibt ja, gestern habe ich mal so einen britischen Bus gesehen mit Deutschen, die haben einen englischen Bus gemietet, den klassischen Doppeldecker und haben dort dann alle, die für Assange kommen, mit Lebensmittel und Kaffee versorgt. Also nicht nur am Deck, das wirklich sehr gut und kann tolle Gespräche führen, aber der eigentliche Grund ist eben traurig. Und dann tue ich diese Schilder, Julian Assange oder was man hinter mir mal lesen kann. Ne? Was ist das für ein Land, ne? Wo, ja, die Whistleblower im Knast sitzen und die Kriegsverbrecher auf der freien Straße sind, das ist absolut wichtig. Und deswegen meine Bitte wäre, dass die Menschen darüber nachdenken, wenn das hier heute scheitern sollte. Und ich gehe davon aus, dass sie auch dort nicht teilhaben, dass man sagt, hey, wenn ich wie Assange stand, wie Assange, wir alle sollten Assange werden, wir Alte, alle sollten nachsagen, wir sollten jetzt alle die Assange erklären. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ich hoffe, dass das mit dem ersten Take technisch gut rübergekommen ist und geht erstmal weiter zum Pitstudio. Ja, danke, Kevan. Verstanden haben wir dich einigermaßen akustisch. Während du hier live für uns jetzt natürlich auf Tape zum Sendetag sprichst, ist quasi hinter dir 3 Meter weiter Killis Moore, der Wiener Rapper, dabei, das Ganze als Livestream ins Internet zu tun. Ich nehme mal an, unsere Zuschauer hier hingen auch schon Killis an den Lippen, um zu erfahren, was ist. Du meldest dich bitte auch mit Winkzeichen, sobald du was Neues hast, damit wir dich reinschalten können und hoffentlich berichten können, was hier geht. Dieter, Kevan hat es schon gesagt, diesmal ist das nichts, worüber wir abstimmen können. Zumindest bin ich nicht bereit zu diskutieren. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist immer noch keine Entscheidung darüber gefallen, was nun final mit Assange passieren wird. Also jetzt als kleines Update. Naja, vielleicht, wenn das hier auf YouTube wird, vielleicht ist dann schon eine Entscheidung draußen, aber in jedem Fall wird Assange noch lange, lange Zeit im Gefängnis bleiben. Eine einfache Freilassung aus dem britischen Gefängnis dort steht nicht zur Debatte. Also selbst wenn das Verfahren jetzt positiv für ihn ausginge, würde das nicht bedeuten, dass er sofort freikommt.
diskutieren, der Mann ist freizulassen, und zwar sofort und ohne irgendwelche Ausnahmen und ohne irgendwelche Abstriche. Sogar das australische Parlament hat sich ja jetzt zu Wort gemeldet und hat das beschlossen. Es war wohl ein einzelner Abgeordneter, der den Antrag einbrachte, aber siehe da, die Regierungsmehrheit hat zugestimmt. Du bist Parlamentarier und eigentlich ja mit allen Wassern gewaschener Machttaktiker. Erklär mir das. Also bisher hat sich Australien ruhig verhalten, hat das ja im Prinzip als Verbündeter der Amerikaner und der Briten mitgetragen, diese Folterhaft von Assange, und nun kurz vor dieser Sache kommt so eine Entscheidung, die ja von vielen als Hoffnungszeichen gewertet wird. Wie ist das zu verstehen? Ist das vielleicht doch noch eine Resthoffnung, dass der Mann heute freigelassen wird? Ja, ich war Parlamentarier und habe das jedenfalls für die Linke und die SPD 17 Jahre im Bundestag erlebt. Das ist schon überraschend, dass doch plötzlich so eine ganz breite Front entsteht. Die Front war schon immer breiter werdend. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch die Versuche gehabt, Nawalny zu diskutieren, aber nicht Assange und andere Themen da vorbeizuschieben. Das war ja auch ein bisschen medial begleitet. Und erst so seit 2 Tagen kriegst du auch in den Mainstream-Medien den Namen Assange öfters mal mit. Und ich glaube, das erhöht den Druck. Sie können jetzt ihren Zuschauer nicht mehr verschweigen. Die offenen Fragen, welche Freiheitsrechte, da ist der Kiles, sehe ich gerade. Kiles, hallo. Hallo, Kiles. Hallo aus London. Hallo. Wir sind hier live vor Ort im Gericht und wir berichten natürlich, weil jetzt in wenigen Minuten die Entscheidung ansteht, die Entscheidung über den Julian Assange-Prozess. Es wird in 20 Minuten soweit sein, dass Stella Assange und das WikiLeaks-Team hier rauskommen und berichten, was die beiden Richter entschieden haben, ob es zu einer Entscheidung kommt, ob es geliefert wird. 175 Jahre in einem Dunkeln doch verschwinden wird. Und wir sind natürlich live dabei. Kevan ist live dabei. Wir sind alle live dabei. Nur leider gibt es keinen Stream von der ARD und es gibt keinen Stream von ZDF. Also was die mit den Milliarden an Rundfunkgebühren machen, dafür, dass wir hier von The Ground als Graswurzelbewegung das berichten müssen, was ihre Pressefreiheit angeht, was uns alle Pressefreiheit angeht, ist ein Armutszeugnis. Genau. Und was man noch mal sagen muss, ich möchte diesen Mal nämlich Philipp Morgner loben, der hier seit 2 Tagen dauerstreamt. Also wir schauen uns danach auch noch das Video von Martin Sonneborn zum Thema Assange an. Das ist etwas aktueller. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal einen Tag alt. Da gibt Martin Sonneborn kurzes Update, wie die aktuellen Entwicklungen im Fall Assange sind. Ich meine, die Nachschlagsendung ist ja jetzt schon etwas älter. Also mindestens 5 Stunden bei den beschissenen Wettern. Sie hat ein bisschen nur Regen. Ihr lest es hier unten in der Ecke, 22. Februar 2024. Wir haben ja jetzt schon Anfang März, wo das hier aufgenommen ist. Wenn es auf YouTube kommt, haben wir wahrscheinlich Mitte, Ende März. Können wir gespannt sein. Jetzt ist es ganz schön und bin sehr gespannt. Und es gab auch eine sehr ergreifende Rede von so einem Vater, der natürlich auch hier ist und gesagt hat, warum sitzt denn da mein Sohn eigentlich im Knast? Die Frau war auch da, also von daher sehr interessant. Sag mal, das, was uns ein bisschen verbittert da lässt, ist, dass die meisten Menschen, die heute hier sind, nicht aus England da sind. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben internationale Gruppen und vor allem sehr viele deutschsprachige Menschen aus Deutschland, die Österreich unterschreiben hier von der Protestgruppe, die größte Gruppe. Wirklich ein Wahnsinn. Dann haben wir noch Niederlande, Belgien, Italien, Schotten, aus der ganzen Welt. Ich habe sogar jemanden aus Chile getroffen, also die Chile sogar hierher, aber aus England selbst, so 9,5 Millionen Leute in dieser Stadt. Wer den ganzen Protest macht, der größte und beste öffentlich-rechtliche weltweit haben, schafft nicht mal ihre eigene Stadt zu schicken, ist es ein Armutszeugnis. Ich weiß nicht, ob unser Ton, der ja hier so ins Live rausgehauen hat, einigermaßen gut ist. Erstmal danke dafür. Wir schicken euch jetzt mal ein paar Bilder raus, die könnt ihr einfach runterwischen. Bis später. Ja. So machen wir es. Hab Dank. Und Dieter, wo Sie uns gerade unterbrochen haben, ich habe gerade vorgestern offiziell Post vom Landesverfassungsschutz Berlin bekommen, also der Neo-Stasi hier dieses Landes. Die Damen und Herren dieses Überwachungsapparates waren anwesend bei unserem Konzert Free Assange, bei dem auch Killis Moore und auch Kevan Sofisiyavash und du waren. Du spieltest, Killis spielte, Kevan und ich diskutierten. Und siehe da, als Punkt, ich glaube 33 in meinem letzten Überwachungsbericht oder dem, was sie mir gerade über mich zustellten, wurde aufgeführt, dass ich dort eine Diskussion führte und damit den Staat delegitimierte durch Einsatz für Assange. Das nur als Einwurf, also findet sich ja die Truppe wieder. Aber du sagtest gerade, Dieter, oder hast gerade... Das ist nur noch irre. Also schickt sowas auch gerne mal Leuten, die sagen, ach, wir brauchen doch einen Verfassungsschutz. Nein, der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz, der versucht, wie ihr hier gerade seht, sogar den Protest für Julian Assange vorzugehen. Und Julian Assange ist ja wirklich einer der größten Skandale, was die Pressefreiheit im Westen angeht.
Also da deckt ein Journalist Kriegsverbrechen auf, also macht genau das, was ein Journalist machen sollte und wird dann von Schweden und Großbritannien juristisch verfolgt, mit dem Ziel, schließlich in die USA ausgeliefert zu werden. Also ein Staat, der vor kurzem noch versucht hat, Assange ermorden zu lassen. Also ist jetzt, ja, das ist der freie Westen, was soll man dazu noch sagen? Versucht, irgendwie Sinn reinzubringen in die Äußerung Australiens, jetzt zugunsten von Assange. Also ja, kann also man es irgendwie erklären? Die Front ist über eine Qualität hinaus verbreitert. Und das ist das Ergebnis von Australien. Und übrigens der Gabriel Shipton, also der Bruder von Assange, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe, hat mir gesagt, es gäbe auch einen Plan B von vielen Prominenten in den USA, sollte das fürchterliche geschehen, dass die also dort ihn tatsächlich ausliefern. Es wäre ein Genickschlag für die Pressefreiheit und alle, die irgendwo Kriegsverbrechen aufdecken, sollen damit eingeschüchtert werden. Ja. Wir bleiben dran und hoffen, dass das jetzt in die Zeit fällt, in der wir noch darüber berichten können. Also vor allem hoffen wir natürlich, dass das für Julian Assange gut ausgeht. Völlig egal, in wessen Berichtszeit das fällt, das ist klar. Und Dieter, passend dazu kann man sagen, kommst du mit deiner Schlagzeile mit dem Grundgesetz gegen den Extremismus der Mitte? Ja, also ja, damit sind wir bei der nächsten Schlagzeile. Das war Assange, wie gesagt, einer der größten Skandale für die Pressefreiheit im Westen. Die USA haben vor kurzer Zeit noch geplant, die Ermordung geplant. In den USA droht ihm die Todesstrafe, also nicht mal nach dem britischen Recht dürfte er ausgeliefert werden. Und im Rechtsstaat würde es so ein lächerliches Verfahren nicht geben. In einem Rechtsstaat, da wäre Assange auf freiem Fuß und säße nicht in Isolationshaft in einem britischen Gefängnis. Naja.